es wieder zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher geben. Und zwar sind das zwei Jugendbücher, die ich gelesen habe. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als allererstes erstmal vorweg, sorry für das Rumgezapple hier, aber wenn ich stehe, zappel ich immer rum. Deswegen sitze ich normalerweise, dass es nicht ganz so zappelig wird in dem Video. Aber mit meinem Rücken, das ist noch nicht besser. Und deswegen muss ich stehen bleiben. Aber ich habe halt so viele Bücher, die ich noch abdrehen wollte. Und deswegen machen wir das jetzt heute einfach alles mal so. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Und das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier. Götterfunke, lieb mich nicht von Mara Wolf. Das ist der erste Teil einer Trilogie und ich habe mich schon sehr doll auf dieses Buch gefreut. Ich finde, es fässt sich so unglaublich toll an. Also wenn ihr so Menschen seid wie ich, die gerne Bücher streicheln, müsst ihr dieses Buch auf jeden Fall anfassen. Es fässt sich ganz, ganz toll an. Ansonsten finde ich das Cover auch ganz nett, aber es ist jetzt nicht so hundertprozentig meins, aber es ist passend zum Thema. Und ja, auf jeden Fall habe ich dieses Buch jetzt gelesen und was soll ich sagen, mir hat es ultra gut gefallen. Dieses Buch ist kitschig, es hat Stereotypen, es ist total klischeebehaftet, es ist absolutes Teenie-Drama, was in diesem Buch drin vorkommt und ich mag es. Also ich mag ja solche Teenie-Dramen ab und an dann doch nochmal ganz gerne lesen. Und ja, man muss sowas aber definitiv mögen, sonst denke ich mal, wird einem Götterfunke nicht gefallen. Ich komme aber auch hier erstmal ganz kurz zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Jess. Und Jess ist mit ihrer besten Freundin Robin auf dem Weg in das Ferienlager. Also es ist jetzt nicht so ein Ferienlager oder Sommercamp, wie wir es von uns halt her so kennen, sondern es ist quasi ein Camp, wo halt auch Kurse angeboten werden, wie Fechten, Kickboxen, Altgriechisch und noch ganz, ganz viele andere Sachen, die man dort machen und lernen kann. Und ja, Jess und Robin sind halt auf dem Weg in dieses Camp, um dort ihren Sommer zu verbringen. Und es ist der letzte Sommer, bevor sie ihren Highschool-Abschluss quasi machen und dadurch etwas ganz, ganz Besonderes für die beiden. Und ja, sie freuen sich schon unglaublich sehr auf dieses Camp. Und es ist dann so, dass auf dem Weg in dieses Camp ein Unfall passiert. Und Jess sich an diesen Unfall erinnern kann, obwohl sie es eigentlich nicht sollte. Denn Robin weiß von diesem Unfall nichts mehr und für sie ist es, als hätte er nie stattgefunden. Und Jess fragt sich dann so mit der Zeit so, was ist hier los? Was habe ich das geträumt? Und wer war dieser Typ, den ich an dieser Unfallstelle gesehen habe? Dieser Typ stellt sich kurze Zeit später als Caden vor. Und Caden ist ebenfalls ein Besucher des Camps und ein Verwandter der Campbesitzer. Und was ist mit Caden auf sich hat und warum Jess ihn in ihrem Traum gesehen hat, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Was ich euch ansonsten noch verraten kann, ist, dass es in diesem Buch natürlich um Götter geht, wie es der Titel auch mit sagt. Und es geht hier um einen Wettstreit der Götter und zwar hervorgerufen von Prometheus. Prometheus ist ja ein Titan und Prometheus hat ja die Menschen bekanntlicherweise auch erschaffen. Und Prometheus hat aber keine Lust mehr auf das Titan-Dasein und hat vor ganz, 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 ganz vielen hundert Jahren eine Wette mit Zeus abgeschlossen. Und wenn Prometheus es schafft, diese Wette einzuhalten, dann wird er ein Mensch und kann ein menschliches Leben führen. Und das ist auch noch ein ganz, ganz großer Punkt, um den es in diesem Buch hier geht. Wird Prometheus es schaffen, seine Wette einzuhalten und ein Mensch zu werden? Und ja, was denn sonst noch alle so mit in diesem Buch drin vorkommt, verrate ich euch natürlich nicht. Aber es ist so, so viel mehr, als man auf den ersten Blick auf jeden Fall erwarten kann. Zum Inhalt kann ich nur sagen, dass ich hier echt positiv überrascht war. Man liest ja gleich vorne auf der ersten Seite quasi, wenn man dieses Buch aufschlägt, hat man gleich die Regeln des Wettstreits von Prometheus und Zeus. Ich kann euch das hier mal so zeigen. Stell scharf, da. Und ja, das sind die Regeln in diesem Wettstreit, den Prometheus mit Zeus halt eingegangen ist. Und man weiß natürlich von Anfang an von diesem Wettstreit. Und ja, was das Ganze dann mit Jess und Robin und diesem Camp zu tun hat, das erschließt sich dann so schon relativ zeitnah und nach kurzer Zeit. Und man weiß, was da so los ist. Und es ist, finde ich, ganz, ganz toll gewesen, die Geschichte fortschreiten zu sehen und mit Jess zusammen manche Dinge herauszufinden und zu hinterfragen und herauszufinden, was denn noch alles da dahinter steht. Und gerade das Ende von der Handlung hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mit Jess sehr, sehr mitgefühlt und ich habe mit ihr gelitten und ich habe mit ihr geflucht und ich freue mich jetzt, was das betrifft, auf jeden Fall auch schon ultra auf den zweiten Teil. Ich bin so gespannt, wie das Ganze hier weitergeht, denn wie gesagt, die Handlung hat mich total überzeugen können. Ich fand sie ganz, ganz großartig und ja, kann euch dieses Buch, was das betrifft, auf jeden Fall nur empfehlen. Ansonsten, wie gesagt, dieses Buch ist ein typisches Jugendbuch. Es ist kitschig, es ist total klischeehaft, es ist eine typische Dreiecksbeziehung, die in diesem Buch mit drin vorkommt und es ist absolut klischeebehaftet und hat halt natürlich auch einiges an Stereotypen zu bieten. Aber ich mag sowas halt sehr, sehr gern und jeder, der sowas gerne liest, sollte sich Götterfunk auf jeden Fall angucken. Ansonsten kann ich zu den Charakteren nur sagen, dass ich Jess sehr, sehr mochte. Ich fand Jess als Protagonistin sehr, sehr gut. Sie hat mir sehr, sehr gut
gut gefallen. Ich habe nur hier und da an manchen Stellen so ein bisschen Probleme mit ihr gehabt und habe gedacht, Mädchen, bist du doof? Tu es doch nicht. Lass es doch einfach. Also ich habe ja an manchen Stellen schon sehr, sehr geflucht, wenn Jazz anders reagiert hat, als ich da reagiert hätte, was aber völlig normal ist, denn Jazz ist ein 16-jähriges Mädchen. Ich bin schon etwas älter und habe dann natürlich auch andere Ansichten als sie. Und ja, aber ansonsten fand ich Jazz als unsere Protagonistin dieser Geschichte sehr, sehr gut. Was die beste Freundin von Jazz angeht, Robin, war die mir so ultra unsympathisch. Das ist eine Ziege hoch 10. Ich kann dieses Mädel nicht ab. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Mädchen, warum bist du mit der befreundet? Dieses Mädchen ist einfach nur, furchtbar. Einfach nur furchtbar und ja, mochte ich absolut gar nicht. Aber ich glaube, das war auch so gewollt, dass man sie nicht wirklich leiden kann. Ansonsten die anderen Nebencharaktere, was die Götter betrifft und was Caden betrifft und Cadens Cousins und Cousine, fand ich das auch sehr, sehr gut. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich finde den Ansatz her, von der Geschichte her, was die Charaktere betrifft, schon sehr, sehr fies, weil man weiß von vornherein quasi, dass das Ganze auf eine Katastrophe zusteuert, was die Charaktere betrifft, aber man kann es halt auch nicht verhindern, ne? Also die Geschichte nimmt dann halt so ihren Lauf und man weiß, dass es in der Katastrophe enden wird, aber es ist halt auch unausweichlich. Es geht halt auch einfach nicht anders zu lösen in diesem Moment und das fand ich auch sehr, sehr interessant vom Ansatz her und ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es mit Jazz und Caden und Robin und den Göttern im zweiten Teil weitergeht. Ansonsten zum Setting kann ich nur sagen, dass wir uns hier in Amerika befinden, in einem typischen Sommercamp. Und ich finde, das Camp ist sehr, sehr cool beschrieben worden. Also ich konnte mir das Camp sehr, sehr gut vorstellen. Ich konnte mir die Hütten, in denen die wohnen, sehr, sehr gut vorstellen. Den See und die Kletterwand und was da alles noch so da dazugehört hat. Ja, also auf jeden Fall ein richtig schöner, bildlicher Schreibstil, den Mara Wolf hier auch an den Tag gelegt hat. Und auch ein schöner, locker, leichter Schreibstil, den Mara Wolf hier geschrieben hat. Und es ist auch ein schöner, locker, leichter Schreibstil in diesem Buch. Ich habe dieses Buch in 2 Tagen durchgezogen. Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Und ich kam sehr, sehr gut durch die Geschichte. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es mit Götterfunke weitergeht. Und freue mich jetzt auf September, wenn der zweite Teil erscheint. Und ja, wie schon bereits jetzt 100-fach gesagt, wenn ihr Bock auf solche typischen, klischeehaften, kitschigen Jugendbücher habt, schaut euch Götterfunk auf jeden Fall an. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Machen wir weiter, bevor ich ganz zerlaufe. Ey, ich stehe nur hier und rede mit euch. Es scheint keine Sonne oder irgendwas, aber ich schwitze. Also das ist absolut abartig hier bei uns vom Wetter her. Moment. So, ja. Kommen wir zum zweiten Buch für dieses Video und zwar habe ich wieder eine Reihe beendet und ich habe den zweiten Teil jetzt auch noch vor gar nicht so langer Zeit gelesen, aber der erste ist halt schon eine ganze Weile her, dass ich den gelesen habe und da ich diese Reihe nicht schlussendlich so gut fand, wollte ich da jetzt keine Reihenvorstellung zu machen und zwar habe ich Everflame beendet, das ist der dritte Teil Verräterliebe und ich habe mir gedacht, so jetzt liest endlich den dritten Teil, dass du diese Reihe abhaken kannst und ja, ich war ja nach dem zweiten Teil eigentlich recht positiv gestimmt auf diese Reihe und dachte mir, ja, es entwickelt sich dann doch noch in eine ganz gute Richtung. Ja, also nachdem ich jetzt den dritten Teil gelesen habe, weiß ich, dass ich diese Reihe nie wieder lesen werde. Also, es ist schwierig zu sagen, also kommen wir hier zum dritten Teil erstmal ganz kurz so weit zur Handlung. Es geht in diesem Buch ja um Hexen und um Parallelwelten. Und es geht um unsere Protagonistin Lily Proctor, die von ihrer Welt in ein anderes Salem entführt wird. Und in der Welt, in der sie landet, in dieser Parallelwelt, ist quasi schon alles so wie bei uns. Aber es ist halt auch alles wieder ganz, ganz anders. Und in dieser Welt gibt es halt Magie und Hexen wirken diese Magie und es gibt Hexenhelfer. Und ja, Lily landet dann halt dort in dieser Welt und dann passiert ganz, ganz viel krasser Scheiß. Und am Ende ist es so, dass es Lily dann zwischenzeitlich mal wieder in ihre Welt zurückschafft, dann aber wieder nach Salem hier zurückkehren muss, um einen großen Feind zu besiegen und halt die Katastrophe abzuwenden und quasi die nukleare Vernichtung dieser Parallelwelt zu verhindern. Und ja, im dritten Teil ist jetzt das große Finale quasi. Es fügt sich dann schon alles so zusammen, aber ich fand die Handlung im dritten Teil her gesehen dann doch ein bisschen schwach. Ich hatte absolute Probleme mit dem Worldbuilding wieder in diesem Buch. Im zweiten Teil war das irgendwie nicht so schlimm, aber hier diese eine Stadt, wo die dann am Ende gelandet sind, ich kam absolut nicht klar. Also ich konnte mir diese Welt absolut nicht vorstellen. Ich habe es nicht hingekriegt, diese Stadt in meinem Kopf zu bauen und ich dachte mir nur so, hä? Wie sieht das jetzt dort aus? Wo sind die jetzt gelandet? Also Worldbuilding war für mich in diesem Teil wieder absolut eine Katastrophe. Von der Handlung her war es jetzt auch nicht so meins. Wie gesagt, ich fand die Handlung ein bisschen flach. Wie sich das Ganze am Ende aufgelöst hat, hat mir jetzt auch nicht so hundertprozentig gefallen. Charaktere waren okay. Also
Ich fand dieses Hin und Her, was Lilly und den anderen Charakter betrifft, ich möchte jetzt nicht so viel verraten, das fand ich auch ein bisschen viel und ich habe mir dann zwischendurch gedacht, boah Lilly, weißt du, hab dich nicht so, man muss auch mal verzeihen können, du bist manchmal so eine Ziege und oh. Also die ging mir dann zwischendurch echt auf den Sack und ja, also es war einfach nicht mein Buch. Ich habe die Göttlich-Trilogie von Josephine Angelini geliebt. Ich habe die absolut gefeiert, wo die damals rauskam. Ich fand die ganz, ganz toll und habe mich deswegen umso mehr damals auf Everflame gefreut. Und ja, wie gesagt, der erste Teil war so lala für mich. Der zweite war dann wieder besser. Deswegen dachte ich dann, ja gut, der zweite hat es irgendwie gerissen. Jetzt liest du den dritten und dann kam der dritte und hat mich wieder komplett enttäuscht. Ich weiß, dass es ganz, ganz viele Leute da draußen gibt, die diese Reihe unglaublich gut finden und denen diese Reihe unglaublich gut gefallen hat. Und ja, ich gehöre leider nicht da dazu. Was ich auch ein bisschen schade finde, weil wie gesagt, ich habe die Göttlich-Reihe von Josephine Angelini geliebt. Und ja, ich glaube, Hexen und Parallelwelten sind anscheinend einfach nicht so mein Ding. Und ja, also Everflame, Verräterliebe war für mich ein semi-guter Abschluss der Reihe. Es war okay, es war jetzt nicht grottenschlecht, aber es war jetzt halt nichts, was mich extrem begeistern konnte und was mich extrem überzeugen konnte. Und deswegen, ja, bin ich jetzt einfach nur froh, dass diese Reihe vorbei ist und dass ich sie beendet habe. Und ja, die Reihe wird definitiv wieder bei mir ausziehen. Die bleibt definitiv nicht hier. Das waren zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher. Ich weiß, Everflame ist so eine Sache, ne? Aber ja, wenn euch Everflame gefallen hat, dann tut es mir leid, mir hat es leider nicht gefallen, aber das kann man nicht ändern. Ansonsten, wenn ihr Götterfunken gelesen habt, schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken und ich schwitze mir jetzt hier noch einen ab, denn ich muss noch zwei weitere Videos drehen und ja. Ich wünsche euch erstmal noch eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.